Diesel aus Rapsöl oder altem Frittierfett, Benzin mit Alkohol, der aus Pflanzen destilliert wird. Das alles ist uns sehr lange Zeit als Schritt in die Energiezukunft angepriesen worden. Aber die Realität ist wesentlich komplizierter. Wer Energiepflanzen anbaut, der kann dort keine Lebensmittel mehr ernten. Und für den tatsächlichen Ersatz von Erdölprodukten durch Biosprit wären riesige Flächen notwendig. Tank oder Teller? Diese Frage bewegt jetzt das Europaparlament. Peter Fritz berichtet aus Brüssel. Die Prignitz ist eine flache Gegend, ungefähr auf halbem Weg zwischen Berlin und Hamburg. Früher standen hier die riesigen ostdeutschen Sammelbauernhöfe. Heute ist dort das Musterland der deutschen Energiewende. In der Luft wird Wind geerntet, auf dem Boden der Stoff, aus dem der Biodiesel kommt. Raps, der auf den umliegenden Feldern wächst und hier zur Verarbeitung ins Gitter rieselt. Nach der Annahme wird die Rapssaat gereinigt. Insbesondere diese gelben Teile, das ist der sogenannte Besatz, muss rausgenommen werden, bevor die Saat in die Pressen kommt. In riesigen Pressen wird aus den Rapskernen der Saft gewonnen, der die Zukunft antreiben soll. Zumindest wenn es nach den Freunden der Biosprittechnik geht. Es war ein langes Ringen um die Frage, wie weitgehend und wie schnell die Biobestandteile auch in den Autotank gelangen sollten. Ein Kompromiss, der jetzt durchs Europaparlament geht, sieht den Wert vor, der in Deutschland schon länger üblich ist. Ein Anteil von 7% am Kraftstoff soll aus pflanzlichen Quellen stammen. Ich habe den Eindruck, da ist es jetzt wirklich ein Kompromiss gelungen, wo man versucht hat, mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Das ist so nach diesem erst ein Riesenhype, das ist die Lösung, wir machen jetzt nur noch Biosprit. Dann hat man gemerkt, dass das auch Konsequenzen hat, wie gehe ich eigentlich mit Nahrungsmitteln um. Und drittens weiß man auch, dass es natürlich auch technische Potenziale gibt, die noch zu heben sind in der zweiten und weiteren Generation. Und also nichts zubauen, einiges möglich machen, aber auch nicht übers Ziel hinausschießen. Wir haben uns getroffen, sage ich jetzt einmal. Es war natürlich ein Kompromiss und das birgt jeder Kompromiss in sich, dass beide Seiten nicht 100% zufrieden sind. Aber es ist ein tragbarer Kompromiss. Ich glaube, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Dieses Parlament, die letzte Position bei uns wären die 6,5% gewesen. Jetzt sind wir bei den 7%. Also ich glaube, wir können damit nämlich auf der einen Seite die Planbarkeit, die Zuverlässigkeit natürlich auch für die Wirtschaft, für die Industrie geben und auf der anderen Seite aber das Wesentliche, das uns getragen hat, nämlich den Klimaschutzgedanken damit umsetzen. Hier rollt ein Zug voll Biodiesel zur Raffinerie. Die Erzeuger könnten noch viel mehr liefern. Es kann definitiv mehr sein. Die Motoren vertragen laut aktuellen Studien mindestens 10 bis zu 30%. In anderen europäischen Ländern werden 10 und mehr % beigemischt. Wie das europäische Recht im nationalen Recht am Ende des Tages umgesetzt wird, werden wir sehen. Uns reichen 7%. Wir wissen, 7% genügen auch der Euronorm 5,90 für Dieselkraftstoffe, sodass es zu keinen Leistungsabfällen oder veränderten Abbrennverhalten bzw. Nutzungsverhalten in den Fahrzeugen kommt. Wird der Sprit billiger oder teurer, wenn mehr Bioanteil drin ist? Derzeit kann es nur teurer werden, weil die Ölpreise so weit am Boden sind, dass selbst die Ölmultis kein Geld mehr verdienen. Also wenn die nichts verdienen, kann es nicht sein, dass Substitute wesentlich günstiger sind. Bei einem normalen Preis sollte Bio eigentlich den Sprit günstiger machen. Billiger also nicht unbedingt und effizienter? Naja, zur Biodieselherstellung werden nämlich auch Unmengen von Gas gebraucht. Weil Gas als Energiequelle billiger ist als der Biokraftstoff. Und deswegen nutzen wir hier Gas, um den Dampf, den wir im Prozess brauchen, zu erzeugen. Für die größten Bedenken beim Thema Biosprit sorgen aber nicht die wirtschaftlichen Fragen, sondern die ethischen. Ist es vertretbar, Millionen Hektar an Land mit Energiepflanzen zu bebauen, wenn dafür wertvolle Wälder oder Flächen für den Lebensmittelanbau geopfert werden müssten? Man muss genau das ausschließen. Man darf nicht Regenwälder roden oder Stickstoffdünger einsetzen oder gar auch Moore trockenlegen. All das erhöht die Treibhausgasbilanz. Aber man kann ja Biokraftstoffe auch produzieren, ohne dass man das tut, nämlich mit Reststoffen, beispielsweise Pflanzen- oder Tierreststoffen. Und dann kann man auch den Biosprit nutzen, weil er wird genau nachhaltig produziert. Irgendwann geht es also auch besser. Aber jetzt heißt die Frage doch, Tank oder Teller? Werden Menschen auf Nahrung verzichten müssen, damit Reichere mit besserem Gewissen Auto fahren können? Die Biospritmacher halten die Frage für unfair. Deutschland alleine schmeißt per anno 40 Millionen Tonnen Lebensmittel weg.
Es werden in Deutschland derzeit knapp drei Millionen Tonnen Biodiesel beigemischt. Wenn man sich einfach mal diese Mengenverhältnisse reinsetzt, ist die Diskussion überhaupt nicht nachvollziehbar und muss aus irgendeiner anderen Richtung kommen. Denn nachvollziehbar gibt es da keine Fakten, die das belegen. Vom vollen Korn hin zur neuen Energie, aus der Pflanzung in den Tank. Es ist ein ziemlich mühsamer Weg, denn die derzeitigen Verfahren sind noch lange nicht das, von dem die Menschheit wirklich träumt. Immerhin, auch die Windenergie könnte eines Tages mithelfen, die Tanks zu füllen, über einen technischen Prozess namens Methanisierung. Die Methanisierung bedeutet, dass man beispielsweise in Zeiten, wo man sehr viel Strom aus erneuerbaren Energien hat, Wasserstoff produzieren kann, da dann wiederum CO2 hinzugibt und dann man einen erdgasähnlichen Stoff hat, den man wiederum für Mobilität nutzen kann. Und so wird dann die Sache rund und dazu gehören dann eben auch die Biokraftstoffe der Zukunft. Wie es gehen könnte, ist also bekannt und ein heißes Thema in den Forschungslabors. Aber auf dem Weg zum großen Ziel sind die größten und wichtigsten Schritte erst noch zu gehen.